John Porno, buongiorno zur Giulio Cesare, dem Fünfer-Schiff der Italiener. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute habe ich vom RP Roadkill hier dieses Replay eingesandt bekommen. Fünfer-Sechser-Gefecht, also so gesehen ist er hier Low-Tier und noch haben wir ein Cheat-Wetter. Aber das wird hoffentlich gleich besser. Ja, wir sollten auf jeden Fall ein paar sehr schöne Hits sehen und ein bisschen Damage. Dann schauen wir gleich mal. Da geht es nämlich direkt rund. Ja, schon mal die ersten 6400 Schaden, die wir hier sehen. So, mit Schiff wäre schöner. Zack. Torpedos auf Steuerbord. Ja, die Torps, die sind noch ein Stück weit weg. Natürlich achtet er da drauf, aber ich denke mal nicht, dass die bis zu ihm kommen sollten. Ja, genau, und da ist es auch schon soweit, dass sie auslaufen. Und da hat er einen satten Hit schon mal direkt bekommen. Direkt auf 30.000 HP runtergeschossen. Aber jetzt schaut man mal, was er auf der Leander da so anstellt. Der erste war eher so ein zaghaftes Annähern und dann nochmal 7.000. Mal schauen, was jetzt hier auf die Nürnberg möglich ist. Auf jeden Fall hat er die meisten seiner HP wieder zurück. 6000 hier mal knapp angebracht. Ja, jetzt sollte er vielleicht schon in Nürnberg wegmachen und da ist es auch schon passiert. First Blood und den Kill. Und die Spielstimme sagt's, ein guter Anfang, de facto, so sieht's aus. Was geht da hinten so ab mit der nächsten Salve? Bei 24.700 ist er jetzt aktuell. Und bei 27.800 ist er jetzt, also gerade mal 3.000 Schaden mit der letzten Salve gemacht. Ja, geht. Aber für die ersten 5 Minuten ist hier damagemäßig noch nicht so ganz viel passiert. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Vielleicht er diesmal jetzt auf die Fuso. Er wartet ein bisschen die Insel. Ah, okay, er schießt wohl gar nicht erst drauf. Die Insel vor ihm war ein bisschen im Weg, danach dann die andere dahinter. Und da denkt er sich, ja, bevor ich jetzt hier unnötig aufgehe, lass ich es vielleicht einfach erstmal sein und warte noch ein Stück. Durchaus eine nachvollziehbare Spielweise. Hier gingen jetzt die ersten auch wieder in die Insel. Danach aber die Salven der hinteren Türme sind gerade noch so drüber gekommen. Aber da waren es alles drei Abpraller, ohne dass er hier Schaden angestellt hat. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Oh, die Cleveland, die hat nicht mehr viel. Die ist zwar mit 16,5 Kilometer auch ein gutes Stück weg. Da muss man erstmal rüberkommen. Und jetzt erst auch nochmal hier
kein Landgar machen. Er hat zwar getroffen, aber 1200 HP, die reichen da de facto nicht, um da jetzt hier schon den Kill zu verbuchen. Aber hier, jetzt, da dürfte schon der nächste Kill zu Buche stehen und genauso ist es. Weg mit der Fuso. Ja, die kam dann natürlich jetzt so nah daher. Da hat es jetzt nicht viel gebraucht. Und außerdem war hier auch nicht auf ihn geaimt. Klar, den Kill lässt er sich da jetzt nicht entgehen. Aber vielleicht diesmal jetzt mit der Cleveland, dass da schon was passieren kann. Aber sie dreht da auch nochmal weg. Trifft nicht schlecht mit 4800. Aber ein bisschen was ist leider noch da. Hier aus dem Rauch kommen ein paar Torps raus. Jetzt ist die Kamikaze offen. Natürlich sofort beschießen. 970 Schaden lediglich gemacht. Aber die Kamikaze wird da eben durch die Flugzeuge weiterhin aufgedeckt. Da bringt ihr der Rauch erstmal gar nichts. So, jetzt hat er gleich nachgeladen. Noch 5 Sekunden und vielleicht... schafft das dran? 3, 2, 1, Insel, komm, schieß! Ah, geht gerade so nicht. Also, konnte sie sich nochmal hinter die Insel das sicher manövrieren. Aber vielleicht ja jetzt. Vielleicht ja jetzt. Komm. Jetzt pendelt sie nochmal gegen. Schüsse kommen, schau nicht schlecht aus und yo. Da war es. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Torpedos direkt voraus. Die anderen Gegner sind alle praktisch gerade jetzt vom Süden kommend. Natürlich hat sein Flugzeugträger da jetzt hinten die Arschkarte. Sieht man hier hinten, Daddy Vogue. Da kommen nämlich die anderen Schiffe so langsam einher und natürlich auch der gegnerische Flugzeugträger geht hier schon gut drauf. Leider jetzt gerade kein Ziel für ihn. Er muss sich da so ein bisschen ja, zurückhalten und auch noch entspannen. Warum er nur mit halber Fahrt unterwegs ist, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht so ganz. Also ich wäre jetzt mit Volldampf voraus. Irgendwo schnellstmöglich hinkommen. Hauptsache noch Damage machen. Aber auf der anderen Seite, man darf es auch nicht übertreiben, weil dieses Gefecht ist nach wie vor sehr knapp. Sein Team 6 Schiffe, Gegnerteam 5 Schiffe, dementsprechend auch noch 50 Tickets Unterschied. Also die Runde ist de facto noch nicht gelaufen.
So, jetzt nochmal die nächsten Richtung Dunker raus. Und ja, 5700. Ja, okay. Aber geht besser. Oh, da kommt jetzt natürlich so ein One-Shot mit der Dunker daher. Die Schüsse gehen... Oh, sie gehen gut drüber und... Oh nein, nicht sein Kill! Wie knapp war der denn? Ich habe den schon safe gesehen, dass das seiner ist. Die Flugzeuge kommen in seine Richtung jetzt langsam natürlich. Und auch die Kongo hat hier entdeckt, dass er da ankommt. Jetzt muss er erstmal. Der König, Entschuldigung, nicht Kongo. Ist alles. Ist fast alles die gleiche Mutti. So, der Drop war nicht schlecht. Der eine trifft. Perfekt vorne den Flutungsschaden, den repariert er sofort, weil der ist böse. Und jetzt natürlich weiter auf die König. Ich war einfach mal zwischen Deutschland und Afrika, ist ja auch fast kein Unterschied. König, Kongo, ist ja direkt ums Eck. Jetzt wird nochmal geheilt, weil er jetzt den König dann final wegmachen will. Schüsse sind schon auf dem Weg. Oh, jetzt hat er sie dann natürlich sehr gut. 4000 erst. Komm, Junge, nochmal einen fetten. Er fährt jetzt auch sehr schräg an, dass er dementsprechend nicht viel Freizeit da bietet. Aber er will auch die Türme hinten jetzt in Position bringen. Schafft er jetzt. Türme hinten am Start. 5490 Damage. Und nochmal 6400. Und jetzt wieder eindrehen. Weil jetzt ist er natürlich recht seitlich dann am Start. Aber von hinten bekommt auch noch ein bisschen was rein. Er brennt. Kann nichts dagegen machen. Reparatur sowie Heilung. Alles noch auf Cooldown. Aber mit der nächsten Salve sollte er es eigentlich erledigen können. Aber nein, da bleiben noch 400. Komm, die nächste. Jo, jetzt hat er's. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Das Schlachtschiff ist erstmal durch. Und die Fusu von hinten hält hier auf ihn drauf. Da konnte er den Torpedos diesmal gut ausweichen. Man sieht, die Flaks sehr, sehr, sehr mau. Also der gegnerische Flugzeugträger hat hier gar kein Problem, seine Flugzeuge wieder heil nach Hause zu holen. Das eine Flugzeug, was er abgeschossen hat, ist eher so homöopathisch, vielleicht an Altersschwäche abgestürzt. Weil, wie gesagt, die Flaks, die können da nicht so viel. Aha, da ist die gegnerische Boke. Ganz am Kartenrand verschanzt sie sich da. Aber jetzt sieht er sie und jetzt will er sie natürlich auch.
Oh, ein bisschen viel Wasser. Da hat die Burg jetzt nochmal absolut Dusel gehabt. Die schauen besser aus. Aber auch da nur 4800 Damage. Da muss es doch jetzt mal rappeln im Karton. Ja, auch nur da jetzt knapp 3000. Die Torps sind wieder schlecht geworfen. Also der Flugzeugträgerkapitän ist ja jetzt kein Könner und kein Skiller auf seinem Fach. Aber er bleibt hier weiter dran. Natürlich will man da den Schaden anbringen. Aber der Winkel, der ist halt einfach nicht so schön. Dementsprechend auch der Damage nicht so richtig fett. Jetzt mit 5000 mal so ein bisschen besser. Die Bomben haben ihn zwar zum Brennen gebracht, aber da hat er jetzt in dem Fall wieder die Reparaturmannschaft am Start gehabt. So, jetzt probiert das auch mal mit HE, weil er merkt so, oh, ja, und schauen wechselt er die Munitionsart und dann klappt es auch mit dem Damage und zwei Zitadellen, so muttert. So, eine Salve wird er noch mit HE raushauen und danach gibt es noch ein Schiffchen hinter ihm, was ihn die ganze Zeit verfolgt, was aber auch ebenfalls verfolgt wird, so ist es nicht. So, das sollte jetzt eigentlich der Untergang für die Bogue sein. Und genauso ist es. Und jetzt hinter ihm noch Diffuso. Da die Runde aber gleich beendet ist, wünsche ich euch schon mal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Naja, der Torp, den kommentiere ich schon noch, weil ich... Da kriegt er ja nochmal einen mit. Wie unfair war das denn? Naja, scheißegal. Mach jetzt die Fuso weg, Junge. Zeig jetzt mal der Fuso, was ein Hake ist. Ich habe übrigens schon abkommentiert, weil eigentlich dachte ich, laut Replay wäre die Aufzeichnung schon zu Ende. Aber die Fuso, die ist noch ein bisschen standfester als erwartet. Dementsprechend schauen wir uns das natürlich noch an. Aber jetzt, tschüss.